Es gibt gerade so einen Kartoffelsalat, der im Trend ist, und den machen wir jetzt. Dafür muss ich erstmal Kartoffeln kochen, aber immerhin muss ich die nicht schälen. Also irgendwie kommt in den meisten Videos auch nichts anderes rein außer Kartoffeln. Nicht vielleicht daran, dass das ein Kartoffelsalat ist. Aber wie der Zufall es will, hatte ich noch so eine schöne angegammelte Möhre im Kühlschrank. Das ist eine Gurke. Und ich dachte, das wäre der perfekte Anlass, um die... Ich muss sie jetzt nur klein schneiden. In vielen Videos haben Leute sich diese Arbeit nicht gemacht und haben stattdessen einen Nicer Dicer benutzt. Und das finde ich persönlich unfair. Denn ich habe keinen Nicer Dicer! Ich meine, die Leute machen einfach nur so und dann ist das klein. Etwas Olivenöl auf das Backpapier geben, dann die Kartoffeln drauf heiß und platt drücken. Was ist das? Nochmal ein bisschen Öl, Salz, Pfeffer, Paprikapulver. Geht das nicht auf? Ah! Die Kartoffeln gehen jetzt in den Backofen und damit die so richtig schön knusprig werden, schätze ich die Backzeit so auf irgendwas zwischen 10 und 59 Minuten. Dann schalt jetzt alles zusammen. Knoblauch, Joghurt, Mayo, Schnittlauch. Ja, was soll ich machen? Ich hab die nur tiefgekühlt. Zitronensaft. Keine Ahnung, ob das so muss, aber ich gebe jetzt noch meinen Senf dazu. Salz, Pfeffer. Ja, war vielleicht ein, zwei Minuten zu lang drin. Geschmackstest. Ja, schmeckt überraschend wenig nach Kartoffeln. Dafür schmeckt es immerhin verbrannt.